So, meine Damen und Herren, da kommen wir wieder zurück zu Glück und der Karriere. Diesmal sind wir oder fahren wir Super Tourers Night Endurance eine Runde. Schieße es dann auf Platz 1 oder 2 ab. Okay, da kann ich auch schon mit. Ein Vorgriff. Okay, der hat das natürlich jetzt hinten raus, wie gesagt, mehr PS. Aber der sah natürlich besser aus. Das heißt, wir sparen wieder einmal Geld. 4 Runden in der Nacht. Eine Runde hat 6,31 Kilometer. 6, 12, 18, 24. Also 25. Also roundabout 25 Kilometer im Rennen. Lichthupe kennt man auch aus Gran Turismo Sport, habe ich mir gerade auf Fiat legen lassen. Okay, der lange Kurs. Also nebenbei ein dynamisches Wettersystem gibt es nicht. Also es ist nicht so wie bei der Formel 1, dass man in Bahrain in hellen startet und es wird dann nach und nach dunkel oder es kommt Regen dazu. Entweder ist es hell oder es ist dunkel oder es regnet oder es regnet nicht. Das ist ja voreingestellt und vorprogrammiert. Wie gesagt, da wird sich im Verlauf des Trends nichts ändern. Der Sound im Tunnel, der war geil, der Gangwechsel mit dem Puff, Peng. Ups. Einmal Bande, immer Bande. Und jetzt müssen wir gleich auf die normale Rennstrecke wieder runterkommen. Die hier beginnt. Was heißt die Strecke verlassen? Willst du mich verarschen? Ey, das ist ja noch beschissener als in GT Sport. Meine Fresse. Aber Gott sei Dank ist es nur ein Rennen mit 4 Runden. Zur heutigen Veranstaltung aus Okutama. Chris, okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Alles klar, stell dich auf ein langes Rennen ein. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Im Moment.
Moment ist Angreifen nicht möglich. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich Grid gespielt habe, also das erste Grid, hatte ich auf dieser Strecke der langen Version, die wir jetzt ja auch fahren, so derbe Probleme, dass ich damals so richtig hart nur Rage Grid gemacht habe. Start. Bleib an der Spitze. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Die äußeren Schäden kriegen wir im Servicebereich wieder hin. Dein Teamkollege liegt weit hinten. Keine Rivalen in diesem Event. Einmal kurz alle Tasten durchgegangen. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Ungefähr 10 Minuten Rennen mit der Quali-Runde eingerechnet. Upp, ein kleiner Ditcher.
Ich glaube, die 2600 sind die Gesamtpunkte, die ich bisher gesammelt habe. Die 2704 sind die Gesamtpunktzahl, die ich jetzt halt durch Driften oder auf Individuallinie einkassiert habe. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Na komm, die 3000 schaffe ich auch noch. Und zwar jetzt, glaube ich, naja, ja. Ups, zu früh hochgeschaltet. Na, vielleicht schaffen wir noch die 4000. Aber nur vielleicht. Sind noch 256 Points. Und da haben wir die 4000 auch voll. Neun Minuten sechs. Oh, meine Haube ist ein bisschen demoliert. Aber passt schon. Nase juckt. Level 11. Power Drift 1 Abzeichnung, Spielerbanner Design 77. Junge, Junge. Ja, hätte ich jetzt noch ein paar mehr Punkte gemacht, nochmal so 2000 mehr gerundet, dann wäre ich jetzt auf Stufe 12 schon. Aber jetzt kriege ich erstmal reichlich Knete, das ist das Schicke dran, ne? Jetzt haben wir den nächsten freigeschaltet. Nice. Ups. So, und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich erstmal bis hierher fürs Zugucken und werden uns dann ja, beim nächsten Rennen hier in der Karriere von Grid World Series wiedersehen.